Ganz herzlich zur Pressekonferenz nach diesem packenden Pokalabend hier im Preußenstadion vor 15.000 Zuschauern. Ich begrüße neben mir Gästetrainer Michael Franzek vom FC St. Pauli und natürlich unseren Trainer Pavel Dotschev und gebe natürlich zuerst dem Gästetrainer Michael Franzek das Wort. Erstmal Glückwunsch an Preußen Münster zum Weiterkommen. Ich denke, ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, was Engagement, was Bereitschaft anging. Hat vieles versucht. Das Einzige, was so ein Stück weit gefehlt hat, das war in Karlsruhe ähnlich, dass so ein bisschen die Galligkeit, die Geilheit vor dem Tor gefehlt hat. Die eine oder andere Torschance rausgespielt. Torwart hat teilweise gut gehalten, ist gut rausgekommen. Es war ein offenes Spiel, beide Mannschaften hätten weiterkommen können und gefühlt ist Preußen Münster ja eigentlich schon seit längerer Zeit Zweitligist mit diesem Fans im Rücken. Mit dem Heimspiel wussten wir, dass das ein sehr, sehr schwieriges Los ist, wir wollten unbedingt weiterkommen, aber unterm Strich ist es dann so, wenn du kein Tor schießt, dann bist du auch verdient ausgeschieden. Danke. Ja, Pavel, dann deine Einschätzung zum Spiel bitte. Ja, ich denke, dass Michael gerade gesagt hat, dass die Spieler von St. Pauli sehr engagiert waren. Das war schon auch zu erwarten, weil ich denke schon, dass viele, wenn ich das jetzt vergleiche mit letztem Jahr mit Werder Bremen, da kannte uns keiner und wir waren sozusagen diese Überraschungsmannschaft. Jetzt wissen alle, dass wir stark sind und dass wir auch gewisse Qualitäten haben und ich weiß, dass uns St. Pauli gar nicht unterschätzt hat und dass die das unbedingt gewinnen wollten. Das war so, wie ich das erwartet habe und gerade bei so einem Spiel durchzusetzen und auch das Spiel zu gewinnen, das macht mich umso glücklicher alles, weil das war, wie gesagt, ein ganz hartes Stück Arbeit von der Mannschaft. Wir haben sehr viel Laufarbeit auf dem Platz abgerufen, weil sonst haben wir keine Chance. Die Mannschaft hat alles versucht, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben und dass wir jetzt 1-0 gewonnen haben und dass wir jetzt eine Runde weiter sind, das ist ja mehr oder weniger irgendwie so verdient. Ich denke schon, dass zweite Halbzeit, wir haben erste Halbzeit das Spiel im Griff gehabt, zweite Halbzeit, St. Pauli hat nichts mehr zu verlieren gehabt. Die haben den Druck erhöht und ich habe immer gehofft, dass wir vielleicht durch einen Konter, dass wir nachlegen können. Das war auch meine Hoffnung, dann, dass wir etwas Ruhe haben. Es ist uns nicht gelungen. Wir haben zwei, drei gute Möglichkeiten. Wir haben die Szene nicht bis zu Ende sauber gespielt. Aber deswegen war auch zum Schluss so, dass wir zittern müssten. Jedes Mal, wenn auch der Torwart, der Chauner nach vorne gegangen ist, dann natürlich war immer so, stressig alles und spannend, aber die Jungs haben, muss ich auch Kompliment machen, dass wir eine relativ kleine Mannschaft haben und noch beim Standards fast nichts zulassen. Das spricht wirklich für die Mannschaft, für den Einsatz. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Ganz schweres Spiel, ganz starker Gegner und dass wir weitergekommen sind. Einfach bin sehr, sehr glücklich darüber. An meinen Kollegen und an St. Pauli wünsche ich alles Gute. Und ich hoffe, dass wir jetzt gute loskriegen und dass wir vielleicht wieder eine kleine Chance haben, weiterzukommen und diese Chance vielleicht wahrzunehmen. Dankeschön. Ja, dann kommen wir zu Ihren Fragen. Wer macht den Anfang? Mein Benny. Alexander Hedlick, Westfälische Nachrichten. Glückwunsch, Herr Dotschev, zum Sieg. Sie haben gerade von einem schönen Los gesprochen, das Sie sich wünschen. Was würden Sie sich denn wünschen für einen Gegner in der nächsten Runde? Ja, es ist mir noch alles so frisch. Ich habe mich gar nicht jetzt mich damit beschäftigt, jetzt alles noch frisch. Aber man sieht schon auch, dass einiges möglich ist. Und auch, dass der dritte Liga, wir arbeiten auch unter absolut unter professioneller Bedingung. Man sieht auch heute, Werder Bremen ist ausgeschieden. Man sieht auch, dass München Gladbach ist raus. Also
Es ist noch schon alles möglich, aber ich weiß es jetzt nicht. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Jetzt welche Gegner, ich weiß es jetzt nicht. Aber im Fußball ist alles möglich und wie gesagt, vielleicht ein Gegner, wo wir ein bisschen mehr Chance haben, weiterzukommen. Nachdem Sie mir den Ball zugespielt haben, aber die Frage, die ich wirklich beantwortet habe, frage Sie noch was zum Spiel. Gab es etwas Besonderes, was Sie Ihrer Mannschaft mit auf den Weg gegeben haben in diesem Spiel oder mussten Sie die gar nicht mehr speziell motivieren oder vorbereiten auf St. Pauli? Nee, das wäre falsch, denke ich, wenn ich jetzt bei so einem Spiel die Mannschaft noch zusätzlich motivieren. Also dann habe ich als Trainer und dann wir als Mannschaft gar nichts damit zu tun. Also ich will sagen, dann können wir das Spiel nie gewinnen. Wenn ich bei so einem Spiel gegen St. Pauli spielen zu Hause, bei solche tolle Kulissen und ich sie noch motivieren muss, dann haben wir mit Sicherheit was falsch gemacht. Und deswegen habe ich das nicht für nötig empfunden und habe ich in der Richtung gar nichts gemacht. Der Kollege in Blau in der dritten Reihe. Frage an Michael Frontek. Die Szene vor dem Gegentor. Bernd Nehrig ist der Meinung, er sei gefoult worden von Rothe. Fabian Beuth sagt, auf dem Feld sah es für ihn auch so aus, aber er hat das Fernsehbild nicht. Wie hast du es gesehen? Ja, das ist ja vollkommen unrelevant, wie ich das Ding sehe. Ich denke, dass Schiedsrichter gibt, die sicherlich gepfiffen hätten, wenn man beim Gegenspieler am Rücken dran ist, die Hände zur Hilfe nimmt, dann ist er in der Regel faul. Ich habe aber die Bilder nicht gesehen und ob er jetzt gepfiffen hat oder nicht, spielt keine Rolle. Dadurch ist sicherlich das Tor gefallen, was natürlich Münster noch mehr in die Karten gespielt hat. Aber wie gesagt, braucht man nicht darüber zu reden, der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen, feiern.